Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Mein Name ist Claudi, das ist Sammy und wir begrüßen euch ganz, ganz herzlich in unserer Welt. Heute haben wir ein Unboxing von einer Hundebox für euch. Also ja, es geht um die Soroyal Schatzkiste und ja, wenn ihr Bock drauf habt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Sammy feiert es immer tierisch, wenn er einfach merkt, dass hier die Box ist. Er legt sich hier schon hin, bevor überhaupt irgendwas hier aufgebaut ist und er freut sich immer tierisch und dann gibt es mir halt immer so auch den Eindruck, dass er da Bock drauf hat und dass er auch gerne mit mir zusammen filmt. Wenn er das nicht wollen würde, würde ich das natürlich nicht machen, ne? Also das muss man auch wirklich so bedenken. Wir haben dieses Mal leider vergessen, eine zweite Box zu bestellen, aber wir haben was Ähnliches mitgeholt und zwar von Revolution, die Courage Wild Animal Palette. Das ist diese Lidschattenpalette und die kannst du in diesem Video gewinnen. Da sind ziemlich coole, aufregende Farben drin mit Animal Print Muster auf den einzelnen Tönen drauf. Ich verlinke die auch mal unten in der Infobox, dann kannst du dir auch mal die Farben anschauen, ob die dich ansprechen. Genau, die wird in diesem Video verlost. Alles, was du dafür tun musst, steht unten in der Infobox. Schau da gerne mal vorbei, aber ich möchte den kleinen Mann jetzt nicht allzu sehr auf die Folter spannen. Die Soroyal Schatzkiste erscheint, ich glaube, so alle 3 Monate oder so bei Soroyal. Und ich finde die ziemlich cool. Die gibt es für Hunde und die gibt es auch für Katzen. Und wir haben natürlich die Hunde-Variante hier. Und Sammy steht drauf. Da sind Food-Sachen drin, da sind Spielzeuge drin. Und ja, der kleine Mann ist immer sehr erfreut. Er durfte jetzt schon den ersten Blick in die Box selber wagen. Und jetzt halte ich die Box mal hoch. So schaut das dann von innen aus. Und jetzt werden wir das nach und nach mal rausnehmen. Sammy kann manche Sachen natürlich auch probieren, wenn er möchte. Und du hast ja auch Futterproben mit drin von ganz normalem Nassfutter oder Trockenfutter. Und ja, das ist immer sehr spektakulär. Fangen wir langweilig an. Nein, das ist gar nicht so. Unsere neue Schatzkiste ist jetzt ohne Weizen. Guck mal, das ist sehr, sehr charmant. Das heißt, da wird drauf geachtet. Und es gibt hier sogar ein Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Ich raste aus. Das ist neu. Sonst gab es das nicht. Hier gibt es auch ein Rezept für Hundekekse. Zucchini-Hundekekse. Und ich glaube, Sammy und ich, wir können das mal nachbacken, oder? Ja, das backen wir mal nach und dann könnt ihr das auf Instagram sehen. Folgt mir auf jeden Fall auf Instagram. Ich heiße AiduIP. Das ist Claudia rückwärts und ein P dahinter. Wartet ein bisschen, ne? Ich finde es gerade so herrlich. Okay, da werden wir dann mal zusammen dieses Rezept nachkochen. Gut, hier hast du dann 5 Euro Rabatt, wenn du möchtest. Osterbrunch 5 ist da der Code und ja, dann gibt es ein Gewinnspiel und so. Okay, als erstes haben wir hier ein Croissant drin. Das ist ein Spielzeug. Da mache ich natürlich erst dieses Plastikding ab, weil das ist nicht gut für Sammy. Dieses Teil hier wird er relativ schnell abkriegen und das ist wahrscheinlich ein Quietscher, ne? Ja, es quietscht. Wir gucken es uns nochmal an. Boah, es ist scharf, das sieht echt gut aus. Das ist sehr flauschig, sehr schön. Kleiner Mann, möchtest du das haben? Möchtest du das haben? Möchtest du das haben? Das, 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 das. Ah, ah. Nein, das ist meins. Möchtest du das haben? Nein, das ist meins. Willst du es haben? Na gut. Jetzt wolltest du es mir wiedergeben. Willst du die anderen Sachen lieber gucken? Na gut. Was ist das? Fischleckerli für Hunde. Hier öffnen. Okay, das ist Tales and Tales. Also Sagen und Schwänze heißt es, glaube ich. Made in Iceland. Und das ist 100% natürlich. Pour some food for dogs. Aha. Okay, und das ist, bring dein Vierbeiner zum Lachsen. Hä? Zum Lachsen. Zum Lachen, Lachsen. Okay, das ist witzig. Belohnen und Tricks üben macht viel mehr Spaß mit leckerem Fisch. Knusprige Eisbarks aus schonend getrocknetem Dorsch und feiner Lachsnote. Deshalb ist bei uns genau das drin, was draufsteht. Und gesund sind sie auch noch. Na schön. Omega-3-Fettsäuren und so weiter. Ich glaube, das ist was für den kleinen Mr. Vaughn. Ne, Sammy? Oh, wie kriegt man das denn auf? Oh, wie kriegt man das denn auf? Soll Fräuchen mal eine Schere holen? Ohne Schere kriegt Fräuchen das auch nicht auf. Ich.
Ja, ich glaube, er hat ein bisschen Bock drauf. Pass auf, Maus, mit der Schnauze. Wenn ich da jetzt mit einer Schere schneide, ist die spitz und scharf. Die kann dir wehtun. Das wollen wir nicht. Müll darf da rein. So, das ist wieder verschließbar, aber ich glaube, ich habe es gerade aufgeschnitten. Voll gut. Okay, du kriegst erstmal rein, okay? Oh, die sehen gut aus. Das sind so kleine Dreiecke. Das sieht wirklich gut aus, ne? Muss ich sagen. Und du hast da Bock drauf, hm? Es riecht sehr natürlich nach Fisch, muss ich gestehen. Das riecht echt gut. 100% natürliche Zutaten, ja. Keine Kohlenhydrate, 100% Fisch, luftgetrocknet und reich an Omega 3 und 6. Das ist lecker, ne Maus? Ja. Das legen wir erstmal zur Seite, denn vielleicht ist da ja noch irgendwas drin, was deinen Magen noch mehr füllt. Hm? Kann das so sein? Ja, Frauchen ist furchtbar. Von Mera, The Pet Food Family, Pure Sensitive Snacks. Das ist Chunky Meat, also Truthahn, die Reinheit der Natur für sensible Hunde. Purer Truthahn. Ja, das ist ja mal ordentlich, ne? Ich finde solche Fleischsnacks auch für Sammy immer ganz gut. Wenn das halt auch wirklich so pure Sachen sind. Oh, möchtest du mal riechen? Du riechst schon, ne? Oh, da hängt aber noch ein Kram dran. Abbeißen? Nein, du willst es ganz. Okay. Okay, und da sind halt so richtige Truthahnstückchen drin. Aha. Das riecht aber nicht so geil, muss ich gestehen. Scheint ihm aber gut zu schmecken. Ja. Da ist ordentlich Protein drin. Da ist nicht zu viel von essen, dann kriegst du Durchfall. Pass auf. Wird genüsslich verdrückt gerade. Das finde ich auch ganz gut so. Dann können wir uns hier mal ein bisschen das Nassfutter angucken. Hiervon hatten wir schon öfters mal was drin. Das ist von Wow. 100% Gemüse und Obst. Hey. So natural, so good, so wow. Das ist das hier. Ich weiß gar nicht, was da jetzt dann drin ist. Das ist halt Nassfutter. Und ja. Ein Barf-Ergänzungsfutter. Okay, wir barfen nicht. Unseren Gemüse- und Obstmix könnt ihr mit frischem Fleisch oder einer unserer vielen Wow-Sorten genießen. Okay, also das ist halt wirklich vegan und vegetarisch und so ein Kram. Okay, das finde ich krass. Braucht Sammy jetzt nicht unbedingt, ne? Also der kriegt wohl Fleisch, aber das kann man dann gut mit unter Trockenfutter oder so mischen. Geht dir das nicht schnell genug hier? Na, du musst dich auch mal gedulden, ne? Das kann man zum Beispiel hier mit gut mischen. Moonranger Pute mit Süßkartoffeln und Heidelbeeren mit Distelöl und Naturkräutern. Spirit of the Wolf. Das ist eine Zoroyal-Eigenmarke scheinbar, denn hinten steht hier auch noch Zoroyal drauf. Hier hin, Sammy. Dahin. Geh mal dahin. Komm hier. Hier haben wir Max Hühnchen und Cranberry. Das ist auch so eine Nassfutterprobe quasi. Sammy, tu mal nicht so. So aufgeregt, ne? So, als nächstes haben wir hier drin Zoroyal Individual Care Lamm mit Kartoffel für Sensitive. Und das ist für Erwachsene, also Adult. Und das ist für Sammy ganz gut. Kartoffel ist ganz gut, das kriegt er sowieso manchmal, wenn er halt so übersäuert, da hat er manchmal Probleme mit. Und, Entschuldigung. Oh Mann, jetzt guck mich nicht so an. Oh Mann, es tut mir ja fast leid. Ja, na gut. Kriegt Sammy auf jeden Fall öfters mal Kartoffel und Lamm ist ja auch ganz gut. Das ist etwas sensibleres, sensitiveres Fleisch. Masi, kommst du da hin, dann kriegst du auch einen Jam. Tut mir leid. Komm. Komm hier. Und ja, so, Fräuchen, du hast es doch im Schoß, dann kann ich das doch einfach essen. Nicht hier hin. Komm mal hier hin rum.
haben wir hier eine Futterprobe. Das ist Trockenfutter von Happy Dog mit auch wieder Lamm und Reis. Reis ist auch eine ganz gute Geschichte. Und das ist halt auch für erwachsene Tiere. Da sind 300 Gramm drin. Und diese kleinen Futterproben finde ich zum einen ganz gut, wenn du die halt so zum Training verwendest. Ne? Dann kannst du die auch dafür verwenden. Man den Schwanz einfach, ne? Oder man kann sie halt auch nehmen, um die so ein bisschen mit ins Futter zu mischen, um das ein bisschen spektakulärer alles zu gestalten. Mach mal Sitz. Kannst du nicht einfach so lauernd immer neben mir stehen, Maus. Das geht so nicht. So, hier haben wir wieder ein bisschen was zum Snacken. Und zwar von Animonda Meat Chunks. Das ist schon luftgetrocknet und das ist Lamm pur. Also diese Box ist sehr sensibel. Ne? Das finde ich auch ganz cool. Da ist auch Lamm und Reis und Kartoffeln und sowas hast du hier viel drin. Das gefällt mir, wirklich. Die hatten wir, glaube ich, auch schon mal, Maus, oder? Kommt mir bekannt vor. Das sind so ganz weiche Würfel. Und die mag er ganz gerne. Geht immer ganz vorsichtig so mit seiner Zunge dann an meine Finger. Das ist echt süß. Hm. Mach mal hier oben. Oh. Das fühlt sich immer schön an den Fingern an. Ja, da muss man echt aufpassen, dass man den Hund nicht überfüttert. Aber das ist jetzt ja auch sein Abendbrot, ne? Weil es ist einfach so schön, ihm was zu naschen zu geben, weil das so süß ist. Ja. Ach Maus, du bist niedlich. Ich hab dich schon sehr lieb. Und du hast die Leckerlis sehr lieb, ne? Ich merke das wohl, Maus. Ich merke das wohl. Hm? Okay. Hier haben wir wieder ein bisschen was zum Snacken und zwar von Bosch. Da hat er auch aktuell sein Trockenfutter von. Es gibt von Bosch zum einen die ganz normalen Varianten von Trockenfutter. Ja, du ungeduldiger Hund. Und zum anderen gibt es da auch noch die etwas günstigere Variante, wo aber auch drauf steht, dass es von Bosch ist. Und die etwas günstigere Variante ist etwas proteinärmer. Das ist für Sammy besser, weil er kommt ja von der Straße, da kann er nicht so extrem proteinreiches Futter immer essen. Deswegen mega gut. Okay, hier haben wir auf jeden Fall Country Meat Snack. Das ist Ente. Richtig guter Snack. Jo, Landente. 100%. Und das sind solche Duck Coins, die mir bekannt vorkommen. Ich meine nämlich, dass wir solche schon mal in den Adventskalender mit drin hatten. Ich weiß nicht. Die bei Zoreal auch mit dem Adventskalender drin waren, Sammy. Sag mal, erinnert euch der Geschmack da irgendwie dran? So sehen die aus. Das sind halt einfach so etwas dickere Coins. Oh, das riecht echt lecker. Das riecht wirklich nach Entenmaus, ne? Ja. Okay. So, hier haben wir noch etwas drin. Ah, das gehört wahrscheinlich zu diesem Backset. Das ist cool. Bitte spüle den Kickstempel mit dem Motiv unter lauwarmem Wasser ab. Ja, süß. Made with love. Und das ist halt so ein richtiger Keksstempel. Maus, das müssen wir mal zusammen machen, oder? Ja, ja, das wird natürlich noch gewaschen, ne? Aber da kommt ja eh dein Essen dran. Kannst du nicht essen. Ist ja langweilig. Wird auf jeden Fall verwendet. Das finde ich richtig cool. So. Kriegst du hier noch einen raus. Und dann sehe ich hier etwas drin. Wo wir ja wieder beim Thema Spielzeug sind, ne? Oh, die haben jetzt übrigens mittlerweile sogar Verpackungsfüllmaterial drin. Das haben die sonst auch nicht unbedingt gehabt. Das heißt, die Sache ist auch sehr gut abgesoftet. Ach, da hat er wieder sein. Ja, er hat sein Croissant wiedergefunden. Und zwar hast du hier den klassischen Trixie Snackball drin. Das finde ich klasse. Da kannst du nämlich die Snacks dann reinmachen. Sammy, das ist toll. Das glaubt man mal. Und da haben die Tiere dann auch richtig was zu tun und versuchen dann die Snacks daraus zu kriegen. Das ist cool, ne? Ja, der ist in Rot. Das ist cool. Und hier in die Öffnung kann man die Snacks reinmachen. Und dann kann er sich das so rausbrockeln. Und da drin sind auch so Windungen, dass es nicht einfach so rausfällt. Ach, das finde ich klasse. Und da sind natürlich hier auch die perfekten Snacks für mit dabei. Kann den ja mal befüllen, ne? Hier mal so zwei von denen. Das passt gut rein. Muss er halt ein bisschen brockeln, damit das rauskriegt. Und dann nehme ich hier von diesem Lachsgedönsen was. Das kommt da auch rein. Kann man so richtig reinstopfen. Alles voll krümeln. Und die Hunde gehen dann richtig auch mit ihrer Zunge dann da rein und versuchen das so rauszufriemeln. Wir hatten auch mal so einen Ball, der war orange,
aber der ist verloren. Ich glaube, dass der Nachbarshund den gemobst hat und irgendwo eingebuddelt hat. Das ist, glaube ich, damals damit passiert. Und jetzt haben wir einen neuen Sammy. Einen neuen Snackball. Den kannst du halt auch schön werfen und den kann er dann holen und so. Da. So. Cool. Doch. Das hat mir gut gefallen. Das ist ein cooler Inhalt von der Box. Wir hatten auch schon mal üppigere gefüllte Boxen. Aber an und für sich hat mir das ganz gut gefallen. Und ich glaube, Sammy auch. Wir haben hier coole Spielzeuge mit dabei. Also das hier finde ich auch richtig cool. Also das ist auch, ne? Quietschis muss man immer für sich selber wissen, ob man sowas dem Hund geben möchte oder nicht. Wir geben das Sammy, da haben wir überhaupt keine Last mit, weil Sammy ein absolut überhaupt nicht aggressiver Hund ist oder so, ne? Das heißt, er würde es jetzt nicht so identifizieren, dass er sagt, Mensch, da fiebt irgendwas. Das heißt, es macht mir Spaß. Das heißt, wenn irgendwie Kinder kreischen oder so, macht ihm das jetzt nicht Spaß. Ganz im Gegenteil, ne? Er passt dann eher auf die Kinder auf, so. Also, ja, coole Sachen. Sammy kann sich durchsnacken und der leckt mir gerade an meinem Hüftspeck. Ah, Sammy! Das gibt's nicht! Ich habe hier nämlich, ja, und da hat er das Leckerlings da. Sein Mann! Das hat gekitzelt. Okay, ja. Ihr Lieben, das war jetzt das Unboxing. Es ist immer ein etwas chaotischer, wenn ich das mit Sammy mache, weil, ne, es ist halt einfach ein Lebewesen, was man nicht kontrollieren kann. Ja, wir werden die immer mal wiederholen. Ich denke, die gibt es auch gerade noch online und das verlinke ich dir auch unten in der Infobox. Denk an die Verlosung, wenn du Bock drauf hast und ja, ne? Und wenn dir das Video gefallen hat, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Mausi, du musst aber auch nochmal ins Bild. Kannst du nicht einfach so heimlich jetzt in deinem Croissant rumkauen. So. Wir wünschen euch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lasst es euch ganz einfach gut gehen. Fühlt euch ganz toll gedrückt von uns. Ich verlinke dir einfach mal hier und hier und hier und hier Sachen. Und wenn du möchtest, kannst du mich auch noch abonnieren. Aber ich ne? Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao. Bester Hund der Welt.